So, stopp da. Wir haben elender Dieb, das ist okay. Wir können nach links oder wir können runter. Das will ich doch mal gucken, wo wir rauskommen. Ah! Das war nicht schön. Das war echt nicht schön. Ich muss den ganzen Weg jetzt nochmal gehen. Kurz abspeichern. Da. Noch eine Sache als Magier. Man hat durchgehend Zugang zu dem Schnelllaufzauber. Den kann ich ja doch ab und an mal ganz gut gebrauchen. Haben wir vielleicht noch Tränke davon? Regeneration. Achso, warte mal. F2, F3. Regeneration, Stärke, Sehen, Heiltränke. Nö. Meh. Also, runter. Durch den Stachelraum. Ohne meinen Fröschli. Die sind alle wieder gespawnt. Das war ja klar. So. Ja, da oben hängen sie alle. Ich sehe sie. Warte mal. F1. 8. Oh. Ich werde schon rumgeschubst von denen. So. Das wird jetzt ewig dauern, 3 Tage. Vielleicht sollte ich echt mal zu... Und hier müssen gar nicht lang, verdammt. Da war nur der Ring. Ja. So. Hoch, 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 hoch. Geister ignorieren. Genau die da. Solange sie nicht Fröschli umbringen, ist alles gut. Ach, das Fröschli. So, müssen wir hier überhaupt lang? Nö. Was zu... Ja, komm. Ich würde mich gerne mal irgendwo in Ruhe umsehen können auf der Karte, ohne andauernd von irgendwelchen Geistern angestupst zu werden. Das sieht doch bekannt aus. Boah. Ihr mich. Da. So, nimm das und... Ja, Quietschehammer kannst du auch noch nehmen. So, kaputt, kaputt, kaputt. Da ist ja noch einer. Na also. Und noch einer. Ja, nee, jetzt wird's langsam echt doof. Hopp. So. Also hier geht's jetzt zurück zu dem Magierturm-Dingens. Essen würde ich aber gerne Fröschli wiederbeleben. Den wir zwar gar nicht brauchen, aber einfach nur so für später mal. Du kannst gleich wieder weg. So, dann würde ich aber gerne auch noch, bevor ich zu dem Magierturm zurückgehe, gucken, was hier oben ist. Hops. Neue Spinnen. Genau, was ich gebraucht habe. Also es ist die Weiterentwicklung von diesen Facehuggern, die im grünen Bereich waren. Yay, ich bin jetzt schon 2-mal vergiftet. Gegengift war 7. Heilung war 5. So. Kaputt. Da sind noch Ninja-Spinnen, die überall runterspringen. So, 7. 5. Da hinten ist eine Kiste, aber... Oh, und Licht. Müssen ja alles anzünden und so. Rote Essenz mal 100. Wir haben nicht mal mehr einen Punkt in Feuermagie. Oh. Hey, Level Up, sehr schön. 7. Dafür ballern richtig schön schnell grüne Sensen. So. Geht hier noch. Oh, ein neuer Shop. Ich mag Shops. Auch wenn wir nicht mehr so wirklich viel Gold haben. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass es so schnell weggeht. Aber wir müssten tierisch viel Zeug zu verkaufen haben. Das passt schon. Zing, zing. Grüne Essenz, sehr schön. Oh,
Da ist was Neues. Weibliches, blaues. Hallo, Typ. Stufe 17. Das ist ganz schön hoch. Wir sind gerade mal 15. Wir könnten jetzt schon einen Bereich weitergehen, diesen blauen Turm. Also ich glaube, wir sind echt ein bisschen zu schnell. Magische Pfeile. 200, ist okay. Rüstung. Goldene Brustplatte. 1000 Gold. Brauch Stufe 16 in Rüstung. Nö. Erstmal verkaufen wir. Und zwar... die da. Und die Waffen, die nichts wirklich Besonderes sind. Wovon wir doch einige haben. Ja, 1000 Gold wieder zusammen. Sehr schön. 20 davon, 20 davon. Wir nähern uns der 2000er Marke. Sind über der 2000er Marke. Warum haben wir noch einen goldenen Bogen? Stufe 6? Der gehört in die Bank. Steht nochmal 13, gehört weg. Die alten Schlüssel könnten auch mal weg. Schlüssel der heilen Bibliothek und schrecklichen Tod. Ne, den behalten wir mal. Katakomben. Ja, die drei Schlüssel können in die Bank. Zusammen mit dem Ding da unten. Hana Bankschlüssel nicht. So. Und den auch noch. Leeres Papier. Kann auch zurück in die Bank. Aber gut, verkaufen. Könnten wir noch jede Menge, aber ich. Das reicht mir am Platz erstmal. So, kaufen können wir hier erstmal nichts. Gucken wir mal, was die beiden Damen da unten so schönes haben. Kaufen diverse Gegenstände. Verbesserte Heilung. Gekauft. Verbesserte Regeneration. Gekauft. Heilt dich selbst und alle Verbündeten, die im gleichen Raum sind. Also mich und das Pet. Finde ich jetzt nicht so toll. Und das garantiert keine 830 Gold wert. So, du. Kaufen. Alle Schutzzauber. Ja, das haben wir gar nicht. Schade, okay. So, du. Wo sind die Bücher? Da. Zauberbuch. Du. Zauberbuch. So, Zauberbuch. Grüne Essenz mal 6 für die bessere Heilung. Kann ich dich auch Drag and Drop einfach hier hinziehen? Ja, sehr schön. Und verbesserte Regeneration statt Fröschli. Also das bessere Heilen ist auf 4. Das schlechtere Heilen ist auf 5. Und die Regeneration... Das werde ich doch nie hinbekommen. Aber ja, Regeneration klingt sehr cool. Das mache ich mal. Und guck, wie stark das ist. 16 pro Tick. Klingt jetzt nicht so viel, aber ich denke mal, in einem Bosskampf, wo ich gerade nicht dazu komme, irgendwas zu zaubern und nur am Rumlaufen bin, da ist es genau richtig. Boah, sehr schön. Ganz viele Spinnen. Fröschli, du kriegst auch wieder einen Slot. Und zwar die 9. Da werde ich mich auf jeden Fall verdrücken, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So. Töten. Nicht runtergeschubst werden. So, 7. Fröschli, magst du auch Spinnen? Anscheinend nicht, sonst hätte er schon längst zugespuckt. Der Ring ist einfach nur geil. Wir sind mal eben einfach zur Decke hochgesprungen. Und willst du nicht runterkommen, dann kommen wir eben hoch. Au. Sieben. So. Langbogenpfeile. Wie oldschool. So, zack, zack. Ha. Hier fehlt was. Wo? Ach, das ist da oben, beim Geschäft. Okay. Wir nehmen echt jeden mit, hm? So. Tada. Oh. Ich will doch nur springen. Oh, oh. Und Fröschli ist vergiftet. Okay, 9 war Fröschli. 9 war Fröschli. Wir werden richtig schnell neue Essenzen kaufen müssen.
Warte mal, ich will das ausprobieren. Du komm mal raus. Ha, 7. Du kleines Ding kannst schon gegenheilen, ne? Ich will gucken, was passiert, wenn das Ding eine Spinne paralysiert an der Wand. Och, schade, ich dachte, die fallen runter. Das wäre geil. Oh. Komm schon. Das sind echt viel. 7. Viel zu viele Spinnen. Und das Paralysieren hilft nicht so wirklich, da ich die immer noch umbringen muss. So, 7. Das war 8. Ist aber okay. Und einmal eine große Heilung, um zu gucken, wie viel die bringt. Die bringt richtig gut was. Kriegsaxt blau. Alles Gold. So. Aber ja, das Pet sollte ich unbedingt austauschen. Gegen dich. So. Hier unten sind bestimmt auch noch irgendwo welche. Zing, zing. Genau. Drache ist gleich viel besser. Und kaputt. Du kommst mit. Du kaputt, kaputt. Oh. Das wird wieder irgendeine Abkürzung sein später. Von wo auch immer. So. Das wäre schon mal die Tür. Sehr gut. Aber das hier interessiert mich jetzt doch ein wenig. Hops. Hm. Ah, okay, alle Spinnen mussten tot sein. Okay. Licht. Noch mehr Licht. Rolle der Midas-Transmutation. Und Arcane magische Sens 60. Schön, wenn wir sie benutzen würden. Das heißt, jetzt sind wir hier fertig. Und jetzt können wir rüber in den blauen Turm. Wobei wir echt dran denken müssen. Also erstmal können wir zurück teleportieren. So. Speichern. Dass wir jetzt echt dran denken müssen, wenn wir nachher runtergehen. Dahin. Müssen wir das überhaupt? Ich glaube, da war irgendwas, was ich gerne haben wollte. Also ja, wir sollten runtergehen, aber dann vorsichtig sein, wo wir uns hinbewegen. Also nicht wie wild rumlaufen wie letztes Mal. Aber ja, wir müssen wieder da hoch. Da hoch. Hierhin, dahin. Jetzt runter, um wieder hoch zu kommen und diesmal nicht durch den Stachelraum laufen. Und ich wechsle jetzt auch nicht auf Fröschli zurück, denn der Drache hat gerade so viel Energie. Und der ist fast genauso gut. Die ganzen Geister könnten noch nerven, aber... Genau, du. Ich bin wieder falsch. Ja, bin ich. So, hier bin ich richtig. Und hier waren richtig viele Geister. Hops, hops, ihr kriegt mich nicht. Was? Komm schon. Genau, danke. Und hier bin ich falsch. Hier bin ich richtig. Weg, 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 weg von diesem doofen Bereich mit Spinnen und Geistern, was weiß ich. Da sind mir Blitze schmeißende oder Eiswolken spuckende Magier irgendwie lieber. Genau ihr, die auch alle wieder respawned seid. Yeah. Mach mal, Drachi, wir sind eingefroren.